Hallo liebe Freunde des gepflegten Motorradzubehörs, hier ist wieder euer Daniel von Hepco und Becker und heute in diesem Video zeige ich euch unsere Hecktasche Street, die wir schon ein bisschen länger haben, aber der Street-Tasche haben wir ein Update gegeben. Im ersten Teil zeige ich euch die Features dieser Tasche und im zweiten Teil zeige ich euch, wie man mittels Befestigungsriemen die Tasche universell ans Fahrzeug bekommt. Also bleibt dran und seid gespannt, weiter geht's nach dem Intro. Ja, unsere Street-Hecktasche ist eine kleine, aber feine Hecktasche, die wir schon kannten. Und zwar konnte man die befestigen mittels unseres Locket-Systems, entweder auf einem Mini-Rack oder auf unserem Sport-Rack. Den Gegenadapter zeige ich euch gleich nochmal, aber die konnte man damit befestigen. Nun wollten wir die Tasche universeller gestalten und haben zusätzlich noch ein paar Ösen ringsherum angebracht, vier Stück an der Zahl. Und liefern auch vier Riemen mit, sodass man das eben am Rahmen oder sonstigen Befestigungspunkten am Fahrzeug universell befestigen kann. Zeige ich euch aber gleich. Zuerst zeige ich euch die Eigenschaften der Tasche. Wir haben hier eine Tasche, die einmal Bodenschale aus formstabilen EVA hat, ansonsten ein Nylonmaterial, aus Nylonmaterial konstruiert ist oder genäht ist. Die ist schon mal extrem wasserabweisend. Wir haben bei richtigem Regenfall aber hier auch noch einen Überzieher, einen wasserdichten Überzieher, den wir hier rausziehen können. Der fliegt auch nicht weg, der ist hier an dem elastischen Gummi befestigt und können die Tasche somit auch wasserdicht einpacken. So. Zusätzlich kann man die Tasche, wie gesagt, auch noch vom Volumen erweitern. Das heißt, wir können hier mit dem Rundumreißverschluss einmal die Tasche öffnen und bekommen somit noch mal ein bisschen mehr Volumen. Wir haben seitlich angebrachte Extra-Taschen noch dabei, gerade für so Sachen, wo man schneller zugreifen möchte. Und wir haben hier oben ein wunderbares Gepäcknetz, wo man auch nochmal zusätzlich den Regenkombi zum Beispiel verstauen könnte. Der kann nämlich nochmal nass werden, muss er ja zwangsläufig. Wenn wir die Tasche öffnen, haben wir hier verschiedenste Tischlein für Kleinstkram, Kugelschreiber, Geldbeutel, Handy oder sonstiges. Die Tasche kommt einmal mit einem praktischen Tragegurt. Der lässt sich eben an diesen Ösen hier befestigen, sodass man das Ganze schultern kann. Und mit den besagten vier Riemen zur Befestigung am Fahrzeug, wenn man nicht das Locket-System benutzen möchte. Und das, wie das funktioniert mit der Befestigung, zeige ich euch jetzt gleich. So, habt ihr euch für unsere Street-Hack-Tasche entschieden, dann müsst ihr euch jetzt selbst entscheiden, was ihr macht mit der Befestigung. Denn die Tasche kommt einmal mit unserem Locket-System, das heißt dem Adapter für die Tasche und diesem Locket-Hack-Adapter, entweder für unser Mini-Rack oder für unser Sport-Rack. Und hier kann man das Ganze mittels Locket quasi am Fahrzeug befestigen. Oder ihr sagt, nee, eine Rack-Lösung möchte ich nicht, ich möchte die Tasche universell an meinem, zum Beispiel auf dem Sozio-Sitz befestigen. Dann nutzen wir einmal... Ich wechsle gerade meine Tasche ohne Locket, kann man also demontiert lassen. Denn im Lieferumfang sind auch noch vier wunderbare Riemchen dabei. Mit diesen Riemen Nummer 1, 2, 3, 4, ja, vier waren es dann doch noch. So, mit diesen vier Riemen kann man das Ganze durch diese Ösen, die hier gegeben sind, am Fahrzeug, entweder am Rahmen oder an der Sozius-Fußraste oder eben jetzt in diesem Fall an unserem Mini-Rack zum Beispiel an den Rohren befestigen. Und das machen wir jetzt. Nehmen wir hier Riemen Nummer 1. Wenn wir den auspacken, haben wir auf der einen Seite eine schöne Schlaufe vernäht. Wir haben einmal hier so ein kleines Gummiband, so eine Gummiöse und die Verschlusseinheit. Schlaufenseite gehe ich jetzt einmal durch den Rahmen durch, irgendwo am Rahmen und der Verschlusseinheit und einmal durch die Öse durch die Schlaufe. So ist das Ganze schon mal fest am Rahmen befestigt oder jetzt an unseren Rohradaptern. Dann kann man entweder diese Gummis entfernen, um das Ganze hier durchzufädeln, oder man ist halt ein bisschen geschickt, so wie ich auch. Und führe das Ganze komplett durch.
dann muss man schauen, dass diese Verschlusseinheit so weit wie möglich von den Ösen, von den Ringösen hier entfernt ist, sodass man danach wirklich schön Spannung aufbauen kann. Fädelt hier unten, und das ist der tricky Teil, direkt am Riemen entlang, also auf der Seite in dem Loch in der Aussparung, wo der Riemen entlang läuft, quasi Riemen auf Riemen. Und dann durch die andere Öffnung an dieser Verschlusseinheit wieder zurück. So, und dann kann man das Ganze eben durch dieses Gummiband hier nochmal durchfädeln, dass dann auch während der Fahrt hier nichts rumflattert. So, habe es jetzt mal so ein Stück weit hier angezogen. Wenn man dann alle vier Riemen am Ende befestigt hat, kann man dann wirklich einmal rundherum gehen und alles schön festzurren. Dann suchen wir jetzt noch ein nettes Plätzchen noch auf der Heckseite. Auch da gehen wir mal wieder an unseren Rohradapter in dem Fall. So, einmal ums Rohr rum, einmal hier durch die Öse, durch die Lasche hier. So, dann einmal durch diese Ringöse an der Tasche samt Gummi. Weiter Abstand. Einmal am Riemen entlang und durch das andere Loch an der Verschlusseinheit wieder zurück. So, Gummi ein bisschen hochziehen. So wie ich das jetzt auf dieser Seite gemacht habe, mache ich es jetzt auch auf der anderen Seite. So, und der letzte. So, und wie gesagt, kann man jetzt einmal ringsherum gehen in die Tasche, und man sieht, die ist noch ein bisschen lose hier, dann wirklich komplett festziehen. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Und die Tasche sitzt bombenfest und ihr könnt damit los auf Tour. Falls ihr noch Fragen habt zu diesem Produkt oder zu anderen Produkten von Hepcom Becker, dann besucht doch mal unsere Webseite hepcom-becker.de oder schreibt die Frage gerade ins Kommentarfeld. Ich würde mich freuen, euch wiederzusehen, deswegen abonniert diesen Kanal, dann seid ihr immer up to date für die neuesten Informationen von uns. Und ja, hinterlasst mir ein Like und ansonsten allzeit gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel. Ciao. Can't stop this feeling inside me. I want to break out.